Dame G3 und Springer H3. Oh, das ist matt. Das stimmt. Das ist ja einfach matt. Dame G3 und Springer H3 ist matt. Oh. Oh, ja. Okay, wir gehen rein mit 2. Wir gehen rein mit 3 plus 0. Gegen Russian Blizzard. Ja, jetzt können wir doch mal Punkte farmen hier, oder? Jetzt können wir mal ordentlich Punkte farmen gegen Russian Blizzard. Hier. Da können wir uns schön die Punkte schnappen. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Was macht hier Russian Blizzard? Der Läufer muss nach E6, glaube ich. Der Läufer muss nach E6. Und dann habe ich Springer D7 als Idee. Naja, dann eben verspätet, ne? Was will man machen? Oder, nee, der Läufer bleibt auf C8. War's so? Ja, kann auch sein. Gut. So, ich muss aufpassen. Er will jetzt hier opfern. Ja, ich habe einfach die A-Linie für ihn geöffnet quasi, ne? Das war natürlich jetzt so semi-optimal. Okay, machen wir trotzdem mal Springer D7. Hier kontrollieren wir zumindest diese Diagonale. Der Bauer hängt nicht, weil am Ende der Bauer hängt. Ja, aber dieser Turm, das ist schon ein bisschen lästig. Vielleicht können wir den mal ein bisschen pieksen mit Springer B8 oder Springer C5, maybe? Der Läufer ist ein Tier. Der Läufer ist ein Tier. Der steht da schön. Aber was machen wir als nächstes? Er schlägt. Okay. Gut. Dann kann ich zumindest ein bisschen meine Puppen befreien. Da habe ich doch nichts dagegen. Ich mache mal, glaube ich, Springer C5. Oder habe ich jetzt einen Bauern eingestellt? Ne, ich glaube nicht. Turm schlägt D6. Am Ende hängt der Bauer auf B3. Ich wollte so ein bisschen dieses Springer C6 rausnehmen. So, jetzt kann ich nochmal Springer D3 einschalten. Ich habe das Gefühl, ich spiele ein bisschen mit dem Feuer. Aber ich glaube, es sollte funktionieren. Turm C3. Ich habe immer Läufer D7 noch als Zug. Falls es nötig sein sollte. Oh, er kann diesen Läufer schlagen. Das hatte ich tatsächlich gar nicht auf der Rechnung. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt gelaufen. Was haben wir für Tricks hier? Gar nicht so viele, ne? Gar nicht mal so viele Tricks. Okay, wir müssen das wahrscheinlich probieren. Aber wahrscheinlich hätte ich einfach die Qualität opfern sollen. Okay, das. Dame C4, boah. Das ist ja ein krasser Zug. Aber gut, ich kann auch, ne? Ich kann auch krasse Züge spielen. Oder zumindest probieren. Dame B6. Er macht wahrscheinlich König H2 jetzt. Er schlägt erstmal. Gut, das kann er natürlich auch. Ja, das bleibt schwierig. Es bleibt schwierig. Turm F7. Es bleibt eine schwierige Position. Okay, Läufer E5 sieht gesund aus. Schach. Droht was? Ich sehe gar nicht, dass er was droht. Was soll das? Ja gut, gehen wir selber drauf, ne? Ich meine, why not? Wir gehen drauf. Why not? Er kann jetzt den Turm sich holen, dann ist es Remis. Ne, ist es Remis? Ja, ist Remis. Ne. Vielleicht ist es gar nicht Remis. Er kann sich einfach den Turm holen, ne? Oder muss ich König F6 machen nach Dame G8? Ich glaube, ich muss König F6 machen. Sonst hätte er sich einfach den Turm geschnappt und ich kann ihn nicht matt setzen. So traurig das ist.
Turm F8. Okay. Gut. Hier muss doch was gehen, das kann doch nicht sein. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Nee, geht nichts. Ah, bitter. Bitter, bitter, bitter. Nee. Ja. Okay, wir haben eine Revanche. Wir schauen auf die Partie nochmal später drauf. Wir schauen nochmal später drauf. Ah, ich habe das Gefühl, da war irgendwas. Da muss was gewesen sein, oder, Freunde? Was meint ihr? Da war kein ersticktes Matt. Nee. Da war kein ersticktes Matt. Dame G3 und Springer H3. Oh, das ist matt. Das stimmt. Das ist ja einfach matt. Dame G3 und Springer H3 ist matt. Oh. Oh, ja. Das wäre es gewesen. Ah, matt in 2. Oh, übel. Übel, übel, übel. Ja. Hätte man mal mitnehmen können, ne? Gut. Ich nehme mal hier einen Bauern mit in der Zwischenzeit. Ja, das ist. Das war matt in 2. Ah. Schade, schade. Boah. Der Bauer ist ein bisschen arg schwach, ne? Der Bauer ist ein bisschen arg schwach. Das ist das Problem hier in dieser Position, ja. Ah ja, das ist ärgerlich. Matt in 2. Da fehlte mir die Zeit, aber gut, das muss man einfach mit wenig Zeit sehen. Ne? Dame G3 und dann Springer H3. Ja. Das muss man einfach sehen. So, er hoppelt hier auch ein bisschen hin und her, wie mir scheint. Ja, wir müssen den Springer loswerden irgendwie. Ah, der Springer, da ging es nicht. Ach so, okay. Aber ich hätte König H6 machen können. Ich hätte König H6 machen können. Stimmt, es war nicht Matt in 2. Der Springer war gefesselt, natürlich. Aber ich hätte König H6 machen können. Statt König F6. Und dann ist es wirklich sehr, sehr gut. So. Was mache ich hier eigentlich? Keiner weiß das so genau. Ich hätte direkt den Turm nach E einstellen sollen. Das ist doch, war Humbug. Naja. Solange ich ein bisschen mehr Zeit habe, vor allem so langsam, wie ich angefangen habe, kann man, glaube ich, nicht zu traurig sein. Ich kann mal H4 spielen. Okay. Was ist mit dem Bauern? Der hängt einfach, ne? Gut. Erstmal ein Bauer. Erstmal ein Bauer, den ich mir hier gesnaggelt habe. Ach, er will das Endspiel. Okay, das Endspiel will ich auch. Da sind wir auf einer,
sind wir hier, sprechen wir eine Sprache, sag ich mal, ne? Ach komm. Den halten wir jetzt erstmal auf, den Freund, und dann versuchen wir den durchzubringen, den Bauern. Das wird auch nicht leicht. Aber schauen wir mal. Tack. Okay. Okay. So, jetzt haben wir den auch schön kontrolliert. So muss das doch sein. So muss das doch sein. Okay. Da ist der Sieg. Da ist der Sieg gegen Russian Blizzard. Da ist er. Okay, wir gehen jetzt mal rein hier in die Analyse kurz und dann in die letzte Partie. Ja. Der hat schon in der Eröffnung hat er ein bisschen komisch gespielt, ne? Also diese Variante ist natürlich recht selten. Und ich glaube, die ist einfach gut für Weiß, ne? Dame F6. Ja, ich habe es richtig gespielt. Hier ist einfach ein Bauer weg wegen diesem Zwischenzug. Und ich glaube, ich sollte den Läufer vielleicht. Ah, ich kann den Läufer vielleicht hier hinstellen. Ich weiß nicht, hier. Hier muss ich irgendwie besser spielen. Ich habe jetzt den Vorteil wieder aus der Hand gegeben. Ja, aber dann. Gut, dann hat er mir einfach den Bauern gegeben und ich glaube, ich habe es relativ safe nach Hause gefahren, vielleicht, maybe. Ja, okay. Das kann man sich einprägen hier, diese Situation mit dem Springer. Ich kann einfach mal König F6 machen, ne? Dann gibt er sofort auf. Da habe ich ein bisschen. Wie viel Zeit hatte ich? Ich hatte noch genug Zeit, aber ich dachte, okay, ich wusste es sowieso komplett gewonnen jetzt. Aber ja. Wir wollen aber auch gerne in die letzte Partie einmal reinschauen. Die war nämlich sehr interessant. Gut. Sie war natürlich verloren für mich zwischendurch, aber dann hat er sehr seltsam gespielt. Und ei, ein Fragezeichenzug nach dem anderen, ich sag's euch, Leute. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, so, hier ging das ja los. Ja, hier habe ich ein bisschen rumge. Ich glaube, man sollte direkt Turm B8 machen. Ja, direkt Turm B8 und B5. Okay, so. Das war jetzt alles nicht so dolle. Okay, das war jetzt auch nicht so. Und jetzt habe ich hier angefangen, irgendwelche Moves zu machen. War gar nicht nötig eigentlich. Da habe ich mich selber einfach in Schwierigkeiten gebracht. Und das funktioniert eigentlich gar nicht. Aber jetzt kann er doch einfach schlagen, oder? Naja. Ja, vielleicht ist da noch irgendwelche Tricks. Okay, was macht er da am C4? Jetzt ist bester Zug Läufer E5. Ich habe da doch Dame B6, bester Zug, Dame E6. Jetzt Turm F7. Boah, ist der schlecht. König G7 soll ich machen, danach König H2. Läufer B2. Das denn? Turm A2, Läufer E5. Okay, crazy. Okay, ja, gut. So, König H2, Läufer E5 und jetzt will er hier auf Matt gehen, aber da ist nichts. Dame E3. Ja, und jetzt einfach König H6. Ja, und hier ist das Matt. Hier ist das Matt. Ja, es ist der einzige Weg, aber es ist ein sehr überzeugender Weg. Ja, und Springer schlägt H3 habe ich nicht gesehen. Und hiernach ist es jetzt Turm F8. Ja, auch hier natürlich kann ich jetzt einfach Dame schlägt G3 spielen und König G5. Aber wenn man die Idee einmal nicht gesehen hat, dann sieht man sie auch ein zweites Mal nicht. Ja, und leider geht jetzt das erstickte Matt nicht, weil mein Springer gefesselt ist. Selbst hier, ich könnte schlagen. Was habe ich denn nur? Selbst das wäre noch Remis. Gut, mit der Zeit hätte ich sowieso verloren. Aber ja, na gut.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.